eher ein Spiel zum Vergessen. Wäre es beim Match am Donnerstagabend in Belek zwischen dem TSV 1860 und dem FK Aktobe nicht um wirklich gar nichts gegangen, man hätte sich grün und blau ärgern müssen. Aufreger Nummer 1, der Schiri. Unparteiischer wäre wohl das falsche Wort. Der gute Mann hatte seinen Fußball-Sachverstand und offensichtlich auch seinen Blindenhund an der Seitenlinie abgegeben. Resultat: Bei der kleinsten Kleinigkeit setzte es einen Pfiff und nicht selten auch gelb. Am liebsten gegen die Münchner. Aufreger Nummer 2, das war ein Test- bzw. Freundschaftsspiel über harte Einsteigen der Kasachen. Nicht nachvollziehbar, was Aktobe beweisen wollte. Aufreger Nummer 3, das Spiel an sich. Über weite Strecken, vorsichtig formuliert, zerfahren. Immer wieder Ballverluste im Mittelfeld und auch die Flanke ins Nichts, gerne genommen. Fußball wurde dann zur Freude der Fans und Trainer Rainer Maurers auch gespielt. Vor allem in Form von 3 verdienten Treffern für die Löwen. Stefan Aigner lief in der 17. Minute in einen Fehlpass von Aktobe, solo über die linke Seite und mit einem Schuss aus 8 Metern ins lange Eck ließ er Torhüter Sidelnikov keine Chance. In der 65. Minute wurde es dann nochmal brenzlig. Darko Maletic vollkommen frei vom 1860-Gehäuse. Es wird wohl auf ewig sein Geheimnis bleiben, wie man den vorbeischießen kann. 2 Minuten später verwandelte dann Daniel Birovka einen Foul-Elfmeter sicher ins linke Eck. Den Schlusspunkt setzte George Rakic. Er traf nach feinem Doppelpass mit Daniel Birovka aus 14 Metern zum 3:0 Endstand. Und dann war endlich Schluss. Von der Seite soll man so ein Spiel jetzt auch nicht groß hochhängen und so eine Bedeutung hat das dann auch nicht. Wie gesagt, eher ein Spiel zum Vergessen.